geht noch weiter. Ich muss mal schauen, wie lang die Missionen hier immer so sind, ob ich das immer in einem Video packe, eine Mission für ein Video, oder ob ich da doch lieber nochmal Zwischenschnitte mache, damit die Videos nicht zu lang werden. Aber noch ist das Spiel neu, kann man nochmal machen. Wir sind unter schwerem Beschuss! Wo bleibt die Verstärkung? Die ZSK haben die Terroristen zu dieser Position verfolgt. Hätten sie besser nicht getan. Immer noch da, was? Hab mit dir erst gewettet, dass du längst tot bist. Der Witzbold ist Peter Maretti. Er wird dir klar machen, was du jetzt für ein knallharter Scheißkerl bist. Zu dumm, dass uns das letzte Puzzleteil noch fehlt, wie sie den Sprengstoff in den Zug geschafft haben. Damit du es weißt, wenn das vorbei ist, schuldest du mir was. Aha. An die Arbeit. Wie du weißt, gehört es zu den Vorteilen der Black Ops, die neuesten experimentellen Waffen zu nutzen. Feuerwaffen sind sehr nützlich während des Kampfes. Aber mit dem DNI? Deine Gedanken sind die stärkste Waffe. Richten wir Schaden an. Damage! Okay. Was jetzt? Du hast eine neue Cyberfähigkeit. Kernfeuer. Probier das mal bei diesen Feinden da vorne. Nicht schlecht. Der explodiert da und nimmt noch die Leute mit, die neben ihm stehen. Kann ich da oben nochmal machen? Zack. Dein Kernfeuer hat ihnen die Hölle heiß gemacht. Ja. Warum gibt mir denn keiner mal Seitenfeuerschutz da vorne? Du hast eine neue Cyberfähigkeit. Kernfeuer. Probier das mal bei diesen Feinden da vorne. Sieh zu, wie sie brennen. Oh ja. Mach so weiter! Nachladen! Alter, wie lange lädt das Ding nach? Wie lange lädt die Kacke nach, ey? Kämpfst du auch mit? Ist zwar eine dicke Waffe, aber schweres MG, okay, deswegen lädt das Ding so lange nach. Muss ich gar nicht so oft nachladen. Ich dachte, das wär ein Sturmgewehr. Das erklärt einiges. Gar nicht schlecht, Neuling. Okay, haben wir hier noch einen? Da oben, ja. Wir haben Kontakt. Kurz regenerieren. Oh, jetzt muss ich nachladen. Nur 5 Schuss drin. Okay. So macht man das. Gegen die ist die Fähigkeit echt gut. Wie gesagt, für ein 2 nebeneinander stehen, einfach wegbrennen mit dem. Wie bei unseren anderen Kernsystemen wählst du deine Ausrüstung. Nutze diese Systeme, um beim Feind einen taktischen Vorteil zu gewinnen. Okay. Ich habe eine zweite Cyberfähigkeit in deinen Kern geladen. Glühwürmchen. Ein Glühwürmchen? Brandstiftender Nanobots. Brandstiftende Nanobots, das ist mal nett. Nimm deine Finger aus dem Arsch und wechsle deinen Cyberkern. Das mache ich wie? Ah, nach unten, okay. Weg hier, sofort! Okay, jetzt habe ich die Glühwürmchen am Start. Sieht man unten rechts. Da fliegen sie rum, okay. Die suchen sich ihre Ziele selbst. Ah, da sieht man, wie die jetzt... Aha. Eher gut geeignet gegen fleischige Gegner, würde ich mal sagen. Eben waren das ja die Androiden, da hätte es wahrscheinlich nichts gebracht. Aber die können halt Feuer fangen, die normalen Fleischgegner, nenne ich die jetzt hier mal, Soldaten halt. Sind aber ganz schön viele, also die fliegen ganz schön lang rum, die Dinger. Die sind immer noch unterwegs.
Jetzt sind sie immer noch unterwegs und jetzt habe ich schon wieder aufgeladen und kann schon wieder neue rufen. Je mehr Fähigkeiten du hast, desto spaßiger wird es. Ja. Wechsel sie auch mal durch. Okay, da muss ich jetzt wieder die anderen nehmen. Ah, die ganze Gruppe weggemacht mit denen. Das ist schon cool. Wir machen einen Soldaten aus dir. Jawohl. Munition ist voll. Tür hacken. Sie setzen Rauchgranaten ein. Wenn du zur verbesserten Sicht wechselst, bist du im Dunkeln oder Rauch nicht mehr blind. Alles klar. Schau kurz oben, also die Fähigkeit. Jetzt musst du dir nie mehr Sorgen darum machen, was im Dunkeln lauert. Kann ich auch ein bisschen Licht machen mit meinen Glühwürmchen. Und ja, ein bisschen Leute in Brand stecken. Man sieht das Feuer gar nicht, aber die brennen alle. Man sieht die Bewegung von denen. Alles klar. Wir sind raus. Deaktiviere die verbesserte Sicht. Feindliche Bots kommen durch die Wände. Ich sehe es. Da ist noch einer. Fähigkeit wechseln. Den habe ich mitgenommen. So. Taktik sich wieder anmachen hier. Das geht auch nur gegen die Androiden, das mit den Entflammen. Der Mensch wurde eben gar nicht davon beeinflusst. Konnte ich also auch gar nicht an ihnen anwenden. Muss man also immer für jede Situation die richtige Fähigkeit einsetzen. Ist noch nicht vorbei. Bewegung. Bots sind auf dem Waggon. Verleg sie. Bin dabei. Ist echt schon fast wie so ein Deus Ex Spiel, ne? Außer, dass hier mehr rumgeballert wird und viel mehr Gegner da sind. Langsam gefällst du mir. Aber von den Fähigkeiten her sehr, sehr ähnlich. Das Teil fliegt in die Luft! Weg! Was fliegt denn jetzt in die Luft? Ich wollte da oben was aktivieren, aber die sind zu weit weg. So, nochmal den Schwarm losschicken hier. Die brennen alle. Okay, sieht gut aus. So, Schwarm nochmal losschicken, damit er da oben mal aufräumt. Wenn er da mal reinfliegen würde. Ich seh dich. Anscheinend sind sie hier durch in die Wasseraufbereitungsanlage gekommen. Mir nach. Ah, hier kann ich Waffen wechseln, okay. Wo bist du denn jetzt lang? Da ist er ja. Zieh besser den Kopf ein. Du bist hart, aber nicht unsterblich. Eine Kugel im Kopf bringt dich zu deinem Schöpfer. Ja. Alles klar. Hounds auf der Arbeitsebene. Da ist ganz schön viel los. Gucken, ob der Schwarm so eine Reichweite hat. Oh ja, da kommt, der fliegt da hinten hin. Und schnappt sich die Leute. Okay. Die Drohne gefällt mir nicht. Da ist noch einer.
Komm, lass mal die Fähigkeit auf, dann kann ich die so ausschalten. Jawohl. Oh, die fliegt aber gleich sonst was weg, ey. Oh, da ist noch einiges los da vorne. Weg mit dir. Achtung, ich komme. Gut gemacht, Mann. Und jetzt greif auf die Tür zu. Jo, Tür hacken, das habe ich schon öfters gemacht. Das geht. Was ist das für ein Ort? Hier ist es alles passiert. Der Computer da drüben sollte Aufschluss darüber geben, wie sie den Sprengstoff reingebracht haben. Alles los, klar. Los, verbinde dich. Die Einsatzzentrale der Terroristen. Roboter. Sie haben die Sicherheitsroboter gehackt. Sie haben den Sprengstoff reingebracht. Weißt du, was ironisch ist? Eigentlich hat der Angriff der Terroristen die Entwicklung der VR-neuralen Netzwerkinitiative beschleunigt. Ohne die Angst vor Angriffen wie diesem hätten wir wahrscheinlich nicht mal das Cybersoldatenprogramm. Augenblick. Es ist 7:25. Du hast etwa 5 Minuten. Du warst schon mal hier, Neuling. Mal sehen, ob du die Geschichte ändern kannst. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen werden. Glaub mir, sie sehen dich auch als Feind. Niederschlag ist eine weitere Cyberfähigkeit von dir. Probier sie mal bei diesen Bots aus. Achte auf deine Flanke. Sie kommen durch die Fenster. What? Schöner Niederschlag. Direkt ins Schwarze. Mit der Schrotflinte gegen die Roboter hier, ey. Aua. Der hat auch einen Niederschlag gemacht. Voll ins Gesicht. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen werden. Glaub mir. Sie sehen dich auch als Feind. Niederschlag ist eine weitere Cyberfähigkeit von dir. Probier sie mal bei diesen Bots aus. Achte auf deine Flanke. Sie kommen durch die Fenster. Okay. Nächster Waggon sind auch noch ziemlich viele hier unterwegs. Weg mit dir. Du auch. Schrotflinte ist cool. Alter. Oben. Bitte gehen Sie zum nächsten sicheren Ort und warten Sie auf weitere. Hübsch. Du hast den Niederschlag raus, denke ich. Jo, voll gegen die Wand geknallt hier. Guck mal, die haben hier Monitore an den Zügen, an den Sitzen hinten. Das ist ja geil. Bitte gehen Sie zum nächsten sicheren Ort und warten Sie auf weitere Anweisungen. Feinde klettern an den Seiten hoch. Gut, dass hier so Deckung ausgefahren wird. Das ist ja cool für so einen Zug. Und wie die Teile hier nach hinten fliegen. Nutze die Erschütterungswelle, um mehrere Feinde gleichzeitig auszuschalten. Okay, habe ich. Ah, das Ding. Okay, alle bam. Achtung, Neuling. Alle Achtung. Hier ist so. Der neurale Netzwerkprototyp befindet sich im Waggon direkt unter dir. Könnte durch 6 CNT geschützt sein. Das ist gar nichts, wenn die Bombe hochgeht. Du beeilst dich wohl besser. Aua! Ah, oh, shit. Zwischen dem Schuss, Shotgun-Schuss nicht getroffen und dann bevor der zweite Schuss kam,
Hat er seinen Nahkampf gemacht? Der Netzwerkprototyp befindet sich im Waggon direkt unter dir. Er könnte durch 6 Zoll CRT geschützt sein. Schön zur Seite geboostet. Wenn die Bombe hochgeht. Du weißt wohl besser. Schöner Niederschlag. Direkt ins Schwarze. Okay, der ist weg. Was macht der denn hier? Gymnastik oder was? Rücke weiter vor. Du bist fast beim Sprengsatz angekommen. Nein, falsche Taste. Falsche Taste. Habe ich eine Granate. Das ist mein, weil ich in Destiny gewohnt bin. Ich habe Destiny Nahkampf knapp. Der Prototyp befindet sich im Waggon direkt unter dir. Er könnte durch 6 Zoll CNT geschützt sein. Aber das ist gar nichts, wenn die Bombe hochgeht. Du weißt wohl besser. Alles klar. Hilfe, Hilfe! Oh! Leben Regeneration könnte ein bisschen schneller sein. Gibt es dafür nicht auch eine Augmentierung? Der Netzwerkprototyp befindet sich im Waggon direkt unter dir. Da könnte durch 6 Zoll CNT sein. Aber das ist gar nichts, wenn die Bombe hochgeht. Er lebt ja noch. Du weißt dich wohl besser. Okay, weiter. Ja, die Reichweite von der Pumpe ist echt ein bisschen übertrieben, oder? Rücke weiter vor. Du bist fast bei angekommen. Alles klar. Der kriegt eine Schelle. Hübsch. Du hast den Niederschlag raus, denke ich. Alter, sind da viele. Keine Granaten mehr. Na, der war doch. Oh Gott, man kann in der Nachladephase von der Shotgun nicht schießen. Ja, der steht genau vor mir. Eigentlich. Pass auf, wo du hintrittst. Was ist denn jetzt? Steh auf und versuch's nochmal. Was war das denn? Irgendeine Falle oder was? Keine Granate, komm schon. Die sind ausgeschaltet. Noch einer. Okay. Wow, oh, oh, oh. Nachgeladen. Tür hacken. An dem Ding ist eine Bombe. Ja. Wenn ich es hacke, wegschaffe oder den Waggon losmache, wird es hochgehen. Das ist zu viel. Selbst mit einem Computer im Kopf, die Zeit reicht nicht. Es ist eigentlich ganz einfach. Moment. Das ist eine Magnetbahn. Wenn ich für diesen Waggon die Polarität umkehre. Das war easy. Du hättest es nicht aufhalten und vom Zug verschwinden können. Dein DNI kann dir alle Optionen zeigen. Aber nur du kannst entscheiden, zu welchem Opfer du bereit bist. Na toll. Manchmal muss man einfach loslassen. Taylor, wie geht's dem Patienten? Den Umständen entsprechend. Ich erwarte mehr. Das ist doch wohl klar. Willkommen zurück. Du wirst für die OP vorbereitet. Alles wird gut. Hendrix wurde bei der Mission nicht mal verletzt. Er hat sich freiwillig gemeldet. Hendrix hat sich freiwillig gemeldet, auch augmentiert zu werden, obwohl er ja noch alle Körperteile behalten hat. Das nenne ich mal eine Entscheidung. Durch den vermehrten Einsatz von Drohnen und Kampfrobotern muss man immer weniger auf menschliche Infanterie zurückgreifen. Wie ich schon sagte, zu diesem Zeitpunkt haben wir dazu nichts weiter zu sagen. Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten.
Das WA leugnet, Truppen in die Region geschickt zu haben und beharrt auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung dieser Pattsituation. Wir stimmen uns mit unseren Verbündeten ab, um an allen erforderlichen Stellen taktische Hilfestellung zu leisten. Wie lange machen wir das jetzt, Hendrix? 5 Jahre, grob geschätzt. Könnte hinkommen. Denkst du je an das nächste Ziel? Nope. Du kennst mich. Ich lass mich bloß treiben. Wow, wow, wow. Was eine lange Mission, Leute. Ich glaube, ihr habt auch schon mitbekommen, dass ich die doch nochmal geschnitten habe. Denn ich dachte halt, wenn jede Mission so lang ist wie die erste, dann kann man da das in eins durchmachen. Ja, war aber nicht so. Die Mission hier war richtig, richtig lang. Das heißt, ich habe da nochmal einen Schnitt reingehauen. Gab es halt mal keine Begrüßung, aber ich denke, das für ein Let's Play ist es schon mal in Ordnung. Und in den nächsten Aufnahmen werde ich mich dann dran, ja, ich denke mal, dran arbeiten, dass die Folgen nicht zu lang werden. Ich denke so 15 bis 20 Minuten pro Aufgabe. Und wenn ich dann die Mission noch nicht fertig habe, dann gibt es da halt einen Schnitt. So, also das war Mission 2. Jetzt in 2 Videos Neuland. Also Leute, vielen Dank fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge von Black Ops 3 hier. Also haut rein, Leute, bis dann und ciao, ciao.